vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Osten wird und des Menschen Sohn wird wieder antwortet werden. Das irdet Kreuz sieget Ehre. Jesus.
Zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
Thank you.
Nahm zu sich Petrum und die zwei Söhne Zebedei und fing an zu trauen und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihm: Thank you.
Ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so dir dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern vor seinem Vater nieder. Dadurch erhebt sich und alle von unserem Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, welche Sünden diese Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Musik.
seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Wahn verstumpfen wird. Der Geist ist willig, und er ließ sie und ging aber hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte.
Engeln und sprach zu ihnen. Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn gehe in die Hände. Lasset uns gehen, siehe, er ist da, der mich errät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwerten und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm, O mein Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn. Thank you.
die mit Jesu fahren, reckte die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwerten kommen. Oder meinst du, dass ich nicht könnte meine Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr, denn 12 Legion Engel? Und sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Stangen mich zu fallen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Thank you.
Saal Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf das er sah, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf das sie ihn töteten, und fanden keines. Falschen Lügen stille, uns damit zu zeigen, dass sein erbarmungsvoller Wille vor uns zum Leiden sei gereiht und dass wir in der gleichen falsche
herrscher Zonen stecken. Leid ich wieder meine Schuld, leid ich wieder meine Schuld. Schimpf und Spott, leid ich Schimpf und Spott. Also macht der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Also macht der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Schimpf und Spott, also macht der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Wenn ich falsche Zungen spreche, Geduld, Geduld, Geduld. Der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, vom Monat wird geschehen, dass ihr sehen, der Werde des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Du bist du! Und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Was sagen, 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 sagen. Thank you.
Gottes trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst doch mit dem Jesus dann leben. Er leugnete aber von ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Diese war noch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal und schwor dazu: Ich kenne das Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Freilich, du bist noch eine Gemeinde.
und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sahen Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, bereuete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge, den hohen Priester und Ältesten, und sprach: Ich habe Ehre getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Das geht uns das an, das geht uns das an, das sehen. Und ermengete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es kam, ich es sind, dass er die Pasten Gottes hat. Wieder. Gib mir meinen Jesum wieder.
einen Töpfersack darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbiger Acker genannt der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zwei, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Sie sprachen alle: Das Kind von Barabbas, das Kind von Barabbas, das Kind von Barabbas, das Kind von Barabbas, das Kind von Barabbas.
Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sei uns Gott, thank you.
Standpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Herberge
gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da er's schmeckte, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes, beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden 2 Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Oh.
Stunde schrie Jesus laut und sprach: Am Abend aber kam ein reicher Mann von
Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben.
Sagte, lass ihn in einen Fels hauen und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Thank you.
bewahrten das Grab mit Hüten und versiegten.